Willkommen zurück zu Devil May Cry 3. Wir waren bei Mission 17, die inneren Dämonen. Und haben im letzten Kampf ziemlich viel Heilung verballert, was mir persönlich nicht so zusagt. Aber gut, was soll's. Und ich nehme zurück, dass die Kamera mitskaliert, dass die Steuerung mit der Kamera ist. Das ist sie nämlich oftmals nicht. Weil sie macht, was sie will. Ach so, das war hier die Sprungpassage. Ohne Doppelsprung. Das habt ihr mir gesagt. Die ist richtig ätzend. Wenn man hier keinen Doppelsprung machen kann. Mit Doppelsprung ist es machbar. Das habe ich ja beim letzten Mal gezeigt. Als wir hier waren. Jetzt sehen wir mal, wie es ohne ist. So. Bis jetzt geht es ja noch ganz gut. Haben wir die erste Tür erreicht? Ja, sieht so aus. Hier gab es, glaube ich, nichts Wichtiges. Aber ich wollte trotzdem hier hin. Ach stimmt, ich bin wieder auf dem falschen Schwert. So, gehen aufs gute Schwert. Dieser Tod, ne? Ich wünschte, er wäre tot. So, hinter ihn und drauf gekloppt. Ich hasse den Kerl. Ich dachte für einen Moment, er sei wirklich jetzt schon hin. Aber da habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht. Denn das ist er ja offensichtlich nicht. Jetzt ist er hin. Er spawnt. Naja, ich habe gehofft, er gibt mir wenigstens ein bisschen Leben. Tür ist offen. Dann gehen wir doch mal gucken. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich erinnere mich. Item. Wollt mal gucken. Ich habe. Ne, mein Gold Orb ist weg. Mein Yellow Orb. Ich habe 2 von 3 gekauft. Ich rauf's nicht. Ist auch egal. Brauch eh keiner. Kaufe ich mir vielleicht zum Schluss nochmal. Wenn nicht. Er aktiviert sich ja eh nicht richtig. Habe ich zumindest das Gefühl. So, hier gibt es jetzt auf jeden Fall nochmal ein blaues Orbfragment. Damit haben wir mehr Maximalleben. Das ist doch schön. Sind wir jetzt schon fast oben? Kann Virgil da nicht einfach hochrennen? Ich meine, der ist doch so sportlich. Sich da hochziehen über die Trümmerteile. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder unten. Hier wäre ein Doppelsprung echt toll gewesen. Dank dieser wundervollen Kamera. Ja. Wäre toll. Ist bloß nicht. Wenn das so weitergeht, gehe ich gleich nochmal zu der Statue zurück und gucke, ob ich mir doch irgendwo einen Doppelsprung kaufen kann. Spare ich nämlich für den. So, komm runter, Würfel. So, ich wäre jetzt zwar schon drüben gewesen, aber egal. Ich gucke jetzt nach einem Doppelsprung. Ich brauche den. Ich komme ohne Doppelsprung hier zwar durch, aber gut ist anders. Achso, ne, es war hier bei Actions. Wenn, dann müsste es hier für das Force Edge sein. Ja, ich könnte mir jetzt die beiden Techniken kaufen, aber... Achso, den kann ich noch einmal aufleveln, theoretisch. Aber mit Doppelsprung ist ja nichts. Weder hiermit, noch hiermit, noch damit. Super.
Man denkt immer, so ein Doppelsprung, der ist eigentlich nicht so wichtig. Und dann spielt man Devil May Cry. Also diese Kamera, darf ich sagen, dass ich die abgrundtief hasse? Kann ich da eigentlich... Nee. Wenn ich die wenigstens selbst mitjustieren könnte, diese Kamera, dann wäre das alles nicht so einfach. Oder wenn er sich mal an der Kante festhalten würde. Aber sowas macht ein echter Dämon ja nicht. Ich war doch schon ganz oben. Ja, du kannst an so einer Kante hochspringen, das weiß ich. Ich habe so langsam das Gefühl, Virgil will mich verarschen. Der machte... Der schafft das eigentlich ganz locker. Der will mich bloß verarschen. So, jetzt die Szene hier nochmal. An sich, es geht ja. Es ist machbar. Die Szene hier ist zwar schon ziemlich räudig. Aber die Szene da drüben ist noch viel räudiger. Weil er, da dreht die Kamera und Virgil springt einfach in eine völlig andere Richtung. Das ist super. Das ist toll. Wenn sich die Kamera dreht und Virgil einfach nicht dahin springt, wo man ihm gesagt hat, sondern woanders hin. Immerhin muss man ja nicht. Warum sollte man dahin springen, wo man hin will? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt war ich nicht hoch genug. Oh, dass ich das geschafft habe. Ich könnte probieren, da direkt drüber. Aber das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Oder ich muss durch die Mitte gehen. Aber die Mitte ist noch schlimmer. Also selbst das hier noch humaner. Oh, Halleluja. Weg hier. So, hier kann ich durch. Hier muss ich, glaube ich, auch durch. Ne, nee, hier war nochmal Jester. Hast du was Schönes für mich, Jesse? Jesse James. So, aber immerhin habe ich ja jetzt eine anständige Anzahl an Leben. Das macht mich schon mal glücklich. So, Dämonform. Ist mir egal, was du hier für eine Show abziehst. Schalt deine Kugeln ab. Müsste eh bald soweit sein. Ja, jetzt renne ich nochmal gegen Ende schön rein. Macht aber nichts, weil er teleportiert sich jetzt eh und zack. Der kriegt hier richtig schön aufs Maul. Das hat er auch nicht anders verdient. So, jetzt benutze ich mal meine Schwertchen hier. Weil damit kriege ich seine komischen Kugeln ja, glaube ich, kaputt. Wenn sie durchfliegen. Glaube ich auch nur. Ja, komm, du teleportierst eh. Ach, jetzt machst du wieder deinen komischen Ball. Ja, natürlich. Das bringt halt mal überhaupt nichts. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man ihm ein bisschen mehr Schaden machen kann? Oder explodiert das Bällchen hier einfach irgendwann? Ja, es war so klar, wenn der sich schon anfängt zu drehen, dass der jetzt auf mich zucharged. Oder hier so einen Käse macht. Oder muss ich hier irgendwie rauf und ihm eins überziehen? Ja, der holt sich einfach ein neues. Wieso auch nicht, ne? Ja, wenn ich ihn da runterboxe, dann explodiert das alte und er holt sich ein neues. So richtig schön sinnbefreit. Weil ich ja auch nicht in der Luft zuschlagen kann.
Wenn ich in der Luft wenigstens zuschlagen könnte, wäre das alles ein bisschen einfacher. Also da will ich jetzt aber auch eine anständige Bezahlung für haben. Wenn ich den Kampf gewonnen habe. So, komm. Also wenn er da oben gerade so ein bisschen im Taunt ist, dann kann man ihn ganz gut erledigen. So, jetzt macht er wieder den Käse. Mit seinen Bällen der Liebe. Blöd, dass ich die Grünen so schwer treffe. Würde ich die leichter treffen, würde ich sagen, ich hole mir gerade mal einen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Ja, jetzt beginnt er wieder mit seiner Rollerei. Oder? Macht er gar nicht? Nein, jetzt macht er hier das Gespringe. So, du spring ins Feld. Ich heile mich mal kurz nebenbei ein bisschen. Ah, jetzt holt er wieder seine Bällchen und den Käse. Welcome to hell, ja. Habe ich dich. Wird auch jedes Mal ein bisschen stärker, wenn man gegen ihn kämpft. Ja, komm, verzieh dich. Habe ich daraus jetzt irgendeinen Bonus gewonnen? Außer ein paar roten Orbs, die ich nicht brauche. Nee, glaub nicht. Ja, ich spare noch, dass ich mir mein Leben vielleicht doch nochmal erhöhen kann. Mehr Maximalleben bedeutet auch mehr Macht. Gegen wen musste ich hier kämpfen? Ich glaube, niemand so stark ist. Ach ja, stimmt, das waren nur die. Okay. Angenommen. Das ist okay. Das ist legitim. Die heilen mich auch immer mal zwischenzeitlich. Die sind voll okay. Man muss sich bloß schneller drehen, als die es tun. Aber von mir aus können noch ein paar mehr sein, bis ich mein Leben wieder voll habe. Normal müsste ich hier ja hier rein. Aber kann ich nicht, also gehe ich einfach direkt mal in die 4. Das habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal. Aber es ist eigentlich wurscht, denke ich mal, wo man lang geht. So, jetzt kommt wieder die Prüfung des Hasses. Obwohl es geht. Auch ohne Doppelsprung. Ja, wenn er denn springt. Wie habe ich letztens gelesen, jeder Gamer hat schon mindestens einmal den Satz gesagt, ich habe doch gedrückt. Und das stimmt. Das hat jeder schon, denke ich mal. Secret Mission, ist mir egal. So, weiter. Ich hätte jetzt gedacht, hier. Aber gut, ich höre schon auf, Leute. Was war jetzt hier? Ach, die Höllenviecher. Ja, stimmt. Die kamen ja jetzt. Das hier ist ja so ein bisschen deren Einführungskampf gewesen. Jetzt bin ich schon gekillt. Ja, tatsächlich. So, willst du was fangen? Ja, will er nicht. Doch, will er. Komm. So. Ersten Hammer. So, jetzt nochmal gerade die Dämonform. Du bist auch tot. Jetzt habe ich wieder besiegt. Zack. Nützt was, wenn ich hier den... Ah! Jetzt habe ich es raus. Ihr habt es mir wahrscheinlich schon geschrieben. Ich muss das einfach gedrückt halten. Dann kriege ich hier so einen Schwertwall. Der natürlich wieder verschwindet, wenn man durch eine Tür geht.
Ja, die Mission müsste jetzt aber auch bald vorbei sein. Das darfst du auch ruhig, weil die Zeit ist um. Ach ja, hier geht man ja dann in die andere Welt hinein. Ach Gott, es kommt nochmal hier der Kampf gegen unseren Schatten Virgil. Original natürlich Schatten Dante. Macht hier wieder was zu. So, Kumpel. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du hier nicht die ganze Zeit das Licht ausmachen würdest. So, der macht jetzt hier wieder irgendwas aus. Nö, er macht nichts aus. Der rennt halt einfach mal auf mich zu. Aber hier irgendwo war noch was. Wenn man zu lange braucht, dann geht hier einfach alles Licht wieder aus, oder was? Nö, dann machen wir es so. So. Zack. Ich warte, bis ich dem jetzt richtig Schaden machen kann. So, jetzt geht's rund. So, jetzt macht er hier wieder Feierabend. Na, komm her. Theoretisch, ich kann ihn ja auch so hauen, aber jetzt ist meine Dämonenenergie ein bisschen erschöpft. Deswegen muss ich gerade mal ein bisschen aufladen. Ja, komm, du bist mir zu weit weg. Schon besser. Weil der macht dieses Licht aus, macht er nur, wenn man nicht vor einer Lampe, wenn man vor einer Lampe steht, wenn er auf einen zuchargen würde. Aber wenn man gerade vor keiner Lampe steht, dann kommt er gerne auf einen zu. Oh, ja gut, habe ich noch geschafft. So. Eigentlich ist das ein total legitimer Gegner, weil er halt nichts kann. Kann gar nichts. Mist, jetzt macht er doch nochmal Licht aus. Dann schnell weiter. So. Jetzt habe ich auch meine Dämonenenergie wieder halbwegs voll. Ja, Kumpel. Sieht schlecht aus für dich. Ja, jetzt macht er wieder aus. Hilft ihm aber nichts. Wo ist denn die Lampe, die er sonst noch ausgemacht hat? Direkt hinter ihm. So. Und ich komme schon noch auf dich zu. Keine Sorge, mein Freund. Das war's jetzt nämlich für dich. Sehr schade, dass ich nicht zumindest seine Fähigkeit jetzt bekomme. Sein Style. Mit Dante hat man so einen schönen Style von Anfang an, den man auch immer wieder gebrauchen kann. Und mit Virgil ist hier alles Kacke. So, Leute, ihr lasst mir jetzt erstmal als Kommentar da einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann, euer Wolf.